Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Rehbach. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter. Ich bin gerade dabei, um zur anderen Wiese zu fahren, um noch die restlichen Ballen abzuholen. Und genau, fahren wir einfach mal hier rein. Über das Bild von Bauer Willi. So. Gut. Dann werden wir mal gucken, wie viel wir hier zusammen bekommen. Ballen Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Da kommen 8, 9, 10. Fünf passen noch drauf. 11. 12. 13. Und tatsächlich kriegen wir nicht alle mit. Schade. 14. Und 15. Dann bleiben noch 3 Stück übrig. Dann können wir mal gucken, aber ich glaube nicht, dass hier noch mehr drauf geht. Leider nicht. So. Müssen wir halt sowas von vorsichtig machen. Weil der jetzt hier halt auf dem Feld sowas von rumschwankt, das ist halt geisteskrank. Aber da muss man dann halt auch einfach wieder sagen, ist dann halt auch einfach wieder der Realismus, dass die dann halt auch einfach ein bisschen schwanken. Vor allen Dingen, wenn das hier eine Tonne pro Ballen sind, dann haben wir jetzt 15 Tonnen dabei. Das ist jetzt auch mal nicht einfach mal so. So. Vor allem bei so einem Anhänger halt. Muss man dann natürlich halt auch ein bisschen vorsichtig sein und auch mal ein bisschen. Der schwankt aber schon ordentlich, ey. Da muss man dann halt ein bisschen drauf achten. Nein, 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 nicht schon wieder. Ach Mann, ey. Kann das nicht mehr. Will ich jetzt hin, Mann? Mann, ey. Okay, Zubi. So. Machen wir so erstmal. Warum auch immer die Freiling? Ich. Och Mann. Stell doch den scheiß Ding hier auf. Also das ist jetzt ein bisschen schief gegangen eventuell. Mann, stell doch den blöden Traktor wieder auf. Einer fehlt natürlich wieder. Das ist doch wieder. Soll jetzt der schon wieder sein? Ach hier. Oh, der ist ein bisschen hintergeflogen. Das ist jetzt aber schlecht. So, gut. So, gut. Dann fahren wir jetzt halt so. Können wir jetzt ja hier wieder zumachen. So langsam, aber sicher. Hier einbiegen.
Und hier dann das daneben hauen. So. 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 Gut, der eine Kollege hängt da oben fest. Nicht so schlecht. Papa. Der hängt komplett fest. Junge, ich hab doch losgelassen. Ach. Hä? Mann, jetzt habe ich hier. Also wirklich, es ist einfach schon wieder geisteskrank, was hier abgeht. Aber das kann doch nicht sein. Ey, Mann, jetzt ist der auf dem. Mann, jetzt muss ich die wieder alle. Ey, wirklich. Ja, Bro, der eine hängt da oben halt fest. Was soll ich jetzt machen? So. Dann fahren wir jetzt halt trotzdem wieder zurück. Müssen wir ja. Aber der nimmt den auch irgendwie nicht auf. Das ist auch irgendwie ganz weird. Ach, Mann, oh. Warum nur? Warum jetzt auch ausgerechnet wieder ich, ey? Das kannst du wieder keinem erzählen, dass das wieder passiert, wenn ich hier wieder irgendwas anfasse. Warum auch immer der da hinten jetzt festgebackt ist, ich habe keine Ahnung. So. Drei. Vier. Naja, gut. Wir müssen eh zum Händler runterfahren, um jetzt noch den Ballenwickler zu holen. Da muss ich gucken, ob ich überhaupt einen Spießer habe, aber eigentlich müsste ich einen Spießer haben. Ja, ja. Die Ballen, um die dann da reinmachen zu können. Und ja. Ja, ich weiß noch nicht ganz, wie ich das jetzt mit dem Anhänger hier mache. Das ist eigentlich blöd. Oh, das war zu weit. So. Ich veranstalte hier schon wieder was, das ist ja. Gut. Also im Endeffekt hier das zusammen machen. Oder runter machen. Drück's wieder runter. Los. Gut. Und jetzt. Lass es da stehen und gut ist. Aber wie gesagt, was jetzt hier mit dem hier wird. Vielleicht könnten wir den Anhänger zurücksetzen. Nee, so nicht. Setze ich den Anhänger zurück und dann ist gut. Insofern den Anhänger auch bekomme. So, einmal abhängen vom Kollegen und dann müssen wir ja eh zum Händler runter. So, den Kollegen zurücksetzen. Yes. Der Ballen ist auch mit weg. Auch nicht schlecht. Gut. Dann müssen wir jetzt trotzdem runter zum Händler. Und ich bin schon wieder absolut produktiv, ey. So, warte mal. Ich wollte auch noch gucken wegen Aufträge. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwas verpassen. Ernten, Feld 6. Sojabohnen. 13, das hatten wir ja, genau. Das können wir akzeptieren. Was haben wir hier noch? Weizen, das können wir auch machen. Und die Sojabohnen können wir auch machen. Genau. Gut, dann machen wir die. Und können wir die dann in der nächsten Folge dann anfangen. Also es ist belastend, was jetzt hier zwei Folgen und ich habe einfach überhaupt gar nichts geschafft. Unfassbar. Also, das ist wirklich geisteskrank, was hier passiert.
So, Arbeit beendet. Der Kollege hat seine Arbeit beendet. Cool. Dann können wir ja jetzt endlich anfangen mit Ansehen. Endlich. Und, ja. So, dann fahren wir jetzt erstmal hier zum Händler und dann machen wir gleich das mit dem anderen John Deere, dass der wieder Arbeit bekommt. So. Gut. Da steht jetzt ja auch der Anhänger. In der Hoffnung, dass er nicht mehr den Ballen drin hat, das wäre nicht schlecht. Gut, der Ballen ist weg. So. Stimmt. Genau. Den müssen wir zurückgeben. Das habe ich vergessen. Weil ich habe mir nämlich einen anderen geholt. Ich habe mir jetzt nämlich einen mit farbigen, mit einer farbigen Folie geholt. Und genau. Hat nichts dran, okay. Nicht, dass hier irgendwie was dranhängen? Bestimmt nicht. Durch. Durch. Nee, hier geht nichts dran, aber hier würde was rangehen. Die Frage ist nur, ob das da rangehen würde. Das könnten wir ja ausprobieren, ob das... Mal. Den hier dranhängen kann. Ich denke einfach mal nicht. Zwar dieselbe Aufnahme, aber... Wäre schon komisch, wenn das gehen würde. Nee, schade. Das wäre nicht schlecht gewesen. Aber gut. So. Der hat natürlich auch ein Eigenleben. So. Gut, aber jetzt, wie gesagt, den Dings und dann geht er. Nee, ich will nicht in den einsteigen. So, jetzt. Ab zum Hof damit. Und dann kann ich auch schon mal anfangen. Mit dem Ganzen. Achso, warte mal, ich kann ja jetzt trotzdem dem sagen, dass er nach Hause fahren soll. Schon? Mensch, nu mach. So, Leute. Ich habe einen Crash bekommen, nachdem das Spiel im Menü geladen hat. Und ja, wie man sieht, sieht man nichts, denn das Save Game wurde einfach mal gelöscht. Und somit kann ich jetzt leider nicht weitermachen mit Geigenberg. Mit Rehbach. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist halt bodenlos, weil... Was soll ich jetzt machen? Ich habe das Safe Game nicht mehr. Damit war es das mit der heutigen Folge. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, ich weiß nicht, ob es eine nächste Folge geben wird von dem Projekt. Ich habe keine Ahnung, wie ich es mache. Ob ich es irgendwie wieder hinkriege. Aber das war es erstmal von mir. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Und ciao.